die nicht gewonnen haben und auch nicht unentschieden gespielt haben, sondern knapp verloren haben. Sie haben wieder Fußball mit Herz geboten, haben den österreichischen Fußball mit Anstand und Auszeichnung vertreten und haben nach wie vor eine Chance fürs Rückspiel. Und ein Dankeschön auch dem Publikum. Und auch heute werden sich die Salzburger Spieler von ihren Fans verabschieden. Ja, und eine Ehrenrunde. Ein paar sind ein bisschen enttäuscht, ein paar Salzburger. Und Heribert Weber ruft seine Spieler wieder heraus. Wir haben ja auch allen Grund, draußen zu bleiben. Kein Grund, mit gesenkten Köpfen hier jetzt das Stadion zu verlassen, sondern erhobenen Hauptes hinauszugehen. Nach dieser grandiosen UEFA Cup-Saison hat man heute zum ersten Mal in einem Heimspiel nicht gewonnen. Knapp mit 0:1 verloren. In einem Spiel, in dem die Salzburger die bessere, aber heute eben nicht glücklichere Mannschaft war. Das Märchen von Casino Salzburg, jener Mannschaft, die auszog, das Fürchten zu lernen und zumeist heimkehrte und den Mächtigen das Fürchten lehrte, dieses Märchen lebt nach wie vor. Gratulation auch bei einer Niederlage einer Mannschaft. Und vor allem, die Hoffnung lebt fürs Rückspiel. Und zuversichtlich, dass in zwei Wochen im Merzer Stadion die Salzburger Mannschaft mit Jurcevic, mit Feiersinger, mit Kurt Garger und mit Adi Hütter noch einmal die Chance vielleicht beim Schopfpack, vielleicht für Österreich, den UEFA Cup noch zu gewinnen. Wir, meine Damen und Herren, werden versuchen, Ihnen ein erstes Live-Interview, wenn möglich jetzt noch vom Spielfeldrand aus, wie es die UEFA zulässt, ermöglichen. Wenn Manfred Gabriel einen Interviewpartner hat, dann wird er sich gleich melden. Ich bin bereit. Otto Konrad, Gratulation trotz der 0:1 Niederlage. Schade, ein Riesenausmaß an Torchancen herausgearbeitet und trotzdem verloren. Wie war denn das Match aus Ihrer Sicht? Ich glaube, wer das Spiel heute gesehen hat, der wird uns sicherlich als Punktesieger eigentlich sehen. Aber im Fußball zählen leider Gottes die Tore und wir haben leider Gottes nicht am Anfang vor allem es geschafft, Inter Mailand ein Tor zu schießen. Inter Mailand hat in der zweiten Halbzeit nach dem Ausschluss sich wirklich nur auf die Defensive verlagert. Das hat noch recht gut für uns ausgesehen, aber wir wissen, dass wir natürlich große Probleme haben, wenn sich eine Mannschaft hinten einigelt. Erste Halbzeit haben wir enormen Druck gemacht und ich muss meiner Mannschaft wirklich gratulieren. Ich glaube, das war halt wieder sehenswert, dass es heute nicht gereicht hat, dass wir heute eigentlich mehr Torschancen gehabt haben wie gegen Karlsruhe und Frankfurt zusammen. Das ist kein ganz einfach Fußball, aber ich glaube, dass wir den Fußball in Österreich recht würdig vertreten haben. Und ich möchte nur eines sagen, wir geben das Ganze noch nicht auf. Wir wissen genau, wir müssen heute in Mailand noch eines noch draufsetzen und wir sind trotzdem noch etwas zuversichtlich. Soll nicht überheblich oder Zweckoptimismus sein. Das ist ganz einfach meine Meinung und ich glaube auch, dass die Mannschaft direkt dergleichen ist. Schade, dass man vom Ausschluss von Bianchi dann gegen 10 Mailänder spielend nicht mehr Profit herausschlagen konnte. Na, wir waren zwar feldüberlegen, aber wir haben ganz einfach das Problem, wenn eine Mannschaft hinten drinnen steht, Torchancen rauszuspielen. Aber wir haben es gegen Frankfurt gezeigt. Es ist nicht der extrem große Vorteil, wenn man jetzt einen Mann mehr oder weniger ist. Land bestehen.